Ja, vielen Dank, danke für die Einleitung. Guten Morgen von meiner Seite, auch guten Morgen an den Stream, falls irgendwer drinnen ist. Ja, ich, Stefan Meisel, man hört es vielleicht, ich komme aus Wien, also nicht ein bisschen weiter im Süden. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich heute einige unserer Highlights unserer Arbeit vorstellen kann. Haben Sie sich schon mal, wenn Sie auf der Suche waren nach Satelliten, nach Erdbeobachtungsdaten, das richtig geärgert? Warum funktioniert das nicht gescheit? Wir wollen das ändern. Warum kann man nicht die Daten sich direkt anschauen und gleich darauf zuzoomen? So zum Beispiel, naja, nicht ganz, also ich weiß jetzt noch nicht, wo ich bin, aber es ist schon mal ein Anfang, ich sehe die Satellitendaten. Es ist natürlich praktischer, wenn ich eine Karte im Hintergrund habe, damit ich mich orientieren kann, ich bin in der Schweiz gelandet. Wenn ich jetzt natürlich noch Karten, ein Overlay drüber habe, dann ist es noch einfacher. Vor allem, wenn ich jetzt wirklich hineinzoome in die Daten, ich möchte sie visuell analysieren, ob das wirklich die Daten sind, die ich runterladen will, die ich bestellen will. Ist natürlich auch interessant zu wissen, wo bin ich. Okay, ich weiß noch von vorher, wir waren in der Schweiz, aber wenn ich jetzt nur das Bild sehe, dann tue ich mir immer noch ein bisschen schwer. Aber Gott sei Dank, wir haben ja das Overlay, wir können uns auch mit Straßen, fangen schon an, wenn ich noch weiter reinzoome, kommen natürlich auch die ganzen Straßen dazu. Soweit mal zur Einleitung. Jetzt möchte ich das Interface, das wird das hier sichtbar ist, ein bisschen genauer vorstellen. Das ist das sogenannte NGEO-Projekt der Europäischen Weltraumagentur, ESA. Steht für Next Generation User Services. Im Prinzip soll das das Interface sein, von dem Scientific User oder auch andere User alle Erdbeobachtungsdaten der ESA bestellen, beziehungsweise wenn die entsprechenden Berechtigungen da sind, auch downloaden können. Also Sie gehen auf das Interface, Sie sehen sofort eine Karte und können, der einzige Schritt, der am Anfang notwendig ist, ich muss mir eine Satellitenmission aussuchen, die ich sehen will. Also das ist jetzt ein Demo-Interface, das wir für die ESA aufsetzen. Deswegen ist nur ein Satellit geladen, EAS. Aber im Prinzip, das ist der einzige Schritt, den ich quasi als Suche am Anfang machen muss, dass ich den Satelliten auswählen muss, die Mission. Ich muss mich nicht herumspielen mit allen möglichen Parametern nachher im Katalog, bevor ich das erste Mal wirklich ein Satellitenbild sehe. Ich suche den EAS in diesem Fall aus und habe sofort auf der Karte in meinem momentanen Zoom-Ausschnitt, wo gibt es Daten? Und wichtig, die Zeitachse. Wo in der Zeit und in der Geografie habe ich Daten? Ich kann dann direkt dorthin zoomen, ich kann draufklicken, kriege auch gleich die Browse, die Forscherbilder von diesen Daten und kriege noch jede Menge Zusatzdaten. Da gibt es dann auch die Links zum Download, wenn ich die Berechtigungen besitze und so weiter und so weiter. Also das Paradigma ist, direkt auf die Daten hinzoomen, ohne lang in irgendwelchen Katalogen suchen zu müssen. Als fancy Tool, wenn man will, kann man sich das Ganze auch in 3D anschauen. Es gibt einen Globe View, Globe Web heißt das Tool. Man kann auch da die, also wir liefern auch für die Europäische Weltraumagentur nicht nur die Karten, sondern auch die Höhendaten als Digital Elevation Model, das dann in diesem 3D-Viewer angezeigt werden kann. Noch schnell ein paar Details zu dem Projekt, das ich schon, wie ich schon gesagt habe, NGEO heißt. Es geht darum, wirklich das operative Service, also ist jetzt gerade in Entwicklung, die Version 1 ist fertig, ist gerade in Abnahmetest, die Version 2 ist gerade in Entwicklung. Es geht wirklich darum, dass das operative Service für die ESA von dieser Software abgelöst wird. Also wenn Sie in Zukunft von der ESA Erdbeobachtungsdaten haben wollen, werden Sie dieses Interface sehen. Hoffentlich. GMS oder jetzt mittlerweile auch oftmals Copernicus genannt, das große Satellitenprogramm der ESA zur Global Monitoring for Environment and Security. Die Sentinel-Daten, der erste Sentinel sollte heute losfliegen, aber es ist schlechtes Wetter in Karoo, es ist verschoben auf morgen, der Start. Alle diese Daten sollen über dieses Interface in Zukunft zugänglich sein. So es wirklich so weit kommt als Open Data. Das ist der Wille der Kommission, der EU-Kommission. Was auch noch interessant ist, das ganze System ist als generisches System entwickelt. Es wird von der ESA ist es in Auftrag gegeben und entwickelt worden, aber es können auch andere Satellitenmissionen verwenden, wenn sie wollen. Wenn es Sie interessiert, es gibt eine kleine Demo, die ich da im Hintergrund hatte. Bitte, es ist nur eine Demo, es ist nur ein kleiner Demo-Datensatz geladen. Auf Mobil-Devices funktioniert es ein bisschen, aber nicht ganz. Also ja, ein bisschen mit Vorsicht genießen, bitte. Warum erzähle ich das ganze NGO-Projekt? Einerseits, weil wir für diese Sachen die Karten der ESA, also wir hosten die Karten und die eingebunden werden, auf das komme ich gleich noch zurück. Wir haben aber eine zweite Aufgabe und zwar ist das der sogenannte Browse-Server, also jene Softwarekomponente, die die Browse-Bilder in die Karte anzeigt.
Ich habe da ein kleines Architekturdiagramm dazu. Es ist natürlich, wie in so großen Projekten, jede Menge Interfaces zu berücksichtigen. Die interessante Sache ist, dass wir den Browser komplett auf Open-Source-Komponenten aufgebaut haben und auch weiterentwickelt haben. Also wir haben Map-Server und GEDAL im Hintergrund für das Map-Rendering, EWX-Server für die Verwaltung von den Erdbeobachtungsdaten, von den Browse-Bildern und dann ganz wichtig den Map-Cache als Caching-Lösung, um die Daten wirklich möglichst performant an die Endnutzer zu bekommen. Eine Sache, die wir zum Beispiel entwickelt haben im Rahmen dieses Projekts, war die Unterstützung für die Zeitachse in der Software MapCache. Also Thomas Bonfort, wer ihn kennt, hat uns da geholfen. Also im Prinzip kann man jetzt an MapCache einen WMS, Webmap Service, oder WMTS, Webmap Tile Service Request schicken mit einem Time-Parameter. Ich kann einzelne Zeitstempel hinschicken, kriege einzelne Satellitenbilder, ich kann aber auch ein ganzes Intervall schicken und kriege dann für das gesamte Zeitintervall alle Daten, die in diesem Intervall in dem Layer sichtbar sind. So konfiguriere ich das. Ich muss einfach in einer Datenbank in dem Fall eine SQLite-Datenbank, meine Zeitstempel, wo ich Bilder habe, abspeichern und der Cache füllt sich dann entsprechend. Wie schon gesagt, das ist die Softwarelösung, die eine Seite, der Browser-Server. Das andere ist, dass wir für die ESA die Karten machen. Unser netter Terrain-Layer, wir nennen es EOX Maps, ist eben optimiert für das Anzeigen von Satellitenbildern on top, aber dann noch darüber wieder das Overlay, damit ich mich, wie ich am Anfang gesagt habe, orientieren kann. Was ist wichtig dahinter? Wir haben alles offene Standards, wie schon gesagt, WMTS, WMS, logischerweise. Der gesamte Layer, fast ausschließlich, in der nächsten Version ist er ausschließlich, aus Open Data, komme ich gleich noch darauf zu, welcher das genau ist, und es ist ausschließlich Open Source Software, die wir verwenden. Was bieten wir an? Wir bieten an, dass wir diesen Layer hosten, so wie wir es für die ESA zum Beispiel machen. Wir bieten aber auch an, nachdem alles Open Source und so weiter ist, dass jemand, der diese Daten haben will, das self-hostet oder sogar offline verwenden kann. Was uns vielleicht auch unterscheidet von anderen Kartenanbietern ist, dass wir auch durchaus auf spezielle Projektionen und solche Dinge eingehen. Zum Beispiel die ESA hat viele Satellitenmissionen weltweit. Die kann mit der Standard-Google-Mercator-Projektion teilweise nicht viel anfangen. Hört bei 85 Grad auf, ist blöd, wenn man Bolas anzeigen will. Auch für die ESA haben wir andere Projektionen. Auch interessant, da können natürlich über eigene Kartenstile nachdenken und auf jeden Fall eigene Daten anzeigen, inklusive der Zeitachse, die ja sehr wichtig ist, und dann auch auf den offenen Standards die Zeitachse unterstützen. Ich habe schon gesagt, Open Data. Welche Daten verwenden wir für den Terrain-Layer? Ganz klar OpenStreetMap. Allerdings werden Sie sich wundern, warum ich OpenStreetMap sage. Am Anfang, man sieht ja nur so grün im Hintergrund. Erst wenn man weiter reinzoomt, so wie jetzt hier im Hintergrund schon zu sehen, dann kommt OpenStreetMap dazu. Am Anfang ist es GlobeCover, der ESA-Datensatz GlobeCover, Landnutzungsklassen. Und aus dem EU-DEM bzw. verschiedenen Digital Elevation Models gerechnet, Hill Shading und Slope Shading. Und diese Sachen zusammen ergeben dann in Terrain-Layer. Ich würde gerne noch ein Wort verlieren zu EU-DEM. Das ist ein europäischer Datensatz. Man sieht hier die Abdeckung von der European Environment Agency herausgegeben. Hat eine recht gute Auflösung, also besser als SRTM. Ist aus den ASTA-Daten hauptsächlich gerechnet. Ist frei verfügbar. Was wir hier gemacht haben, ist einfach mal die Daten geladen in den Map-Server, um sozusagen einen Inspire-Compliant-View und Download-Service zu machen. Kann man einfach ausprobieren. Einzige Einschränkung ist, man kann nicht alles auf einmal runterladen, sondern immer nur Subsets, weil sonst geht unser Server in die Knie. Aber man kann es direkt auch in QGIS einbinden und überall funktioniert. Super. Jetzt möchte ich noch einen kleinen Sidestep in ein anderes ESA-Projekt machen. In dem V-Money-Projekt geht es hauptsächlich um 3D-Visualisierungen. Interessant hier, wir verwenden natürlich wieder unseren Layer, wieder die Zeitachse. Wir haben jetzt da Spots-Daten geladen. Man sieht recht schön in dem momentanen Kartenausschnitt, welche Daten gibt es insgesamt, und die gefüllten Punkte sind die Daten, die momentan sichtbar sind. Wären,
Entschuldigung, wären, weil natürlich nur das grau hinterlegte Bereich ist wirklich sichtbar, weil das ist der momentan ausgewählte Zeitfenster, das wir gerade anzeigen. Kann ich beliebig verschieben, zoomen und so weiter, damit ich wirklich die Daten sehen kann, die ich sehen will. Und wir haben auch dann ein, in dem Fall ist es jetzt nicht auf einem Globe die 3D-Ansicht, sondern wirklich ein Boxviewer. Wäre natürlich auch interessant jetzt zum Beispiel für irgendwelche geologischen Daten, die unterhalb der Erde liegen, wo ich nicht gut von oben drauf schauen kann. Ich habe noch einen zweiten Screenshot für Analytics. Ich habe wieder die Zeitachse. In dem Bereich, den wir jetzt ausgewählt haben, liegen mehrere Bilder, circa 6, 7. Und wir haben 2 Punkte ausgewählt in der Karte, einen blauen. Und wir sehen jetzt die 4 Farbwerte, das ist ein Falschfarbenbild, an der Stelle für den blauen Punkt von den 7 Bildern und von dem orangen Punkt von den 7 Bildern. Und man sieht recht schön, dass der blaue Punkt liegt über einem See, wenig Veränderung. Der orange Punkt liegt über einem Feld, sieht man im nahen Infrarot, mittleren Infrarot recht schön eine Änderung in der Vegetation, also ist ein recht nettes Analyse-Tool auch. Ja, damit komme ich zu meinem Fazit und habe da noch ein paar Minuten über für eine Live-Demonstration. Das ist recht praktisch. Es gibt Open Source, ich glaube, das ist nach den 3 Tagen klar, es gibt genug Open Source Komponenten, die man wirklich operativ einsetzen kann. Es funktioniert. Wenn man jetzt in den Open Source Projekten irgendwelche Dinge fehlen, einfach Funktionalität, es ist leicht, sie dazu zu machen, selber, oder es gibt Firmen, die das für einen machen. Und das Interessante an der Sache ist, das steht dann instantan allen zur Verfügung. Also wenn Sie jetzt Mapcache verwenden wollen, kein Problem, die Zeitachse wird unterstützt. Was auch interessant ist, es gibt jetzt nicht nur mit OpenStreetMap, aber auch mit den EU-DEM und anderen Datensätzen wirklich globale Datensätze in einer brauchbaren Auflösung, die man verwenden kann, um tolle Services zu machen. Und wie schon ein paar Mal erwähnt, die Zeitachse finden wir, wird immer wichtiger. Und ich wollte noch an die ESA Danke sagen, weil viele der Entwicklungen in diesen Open Source Projekten finanziert worden sind in ESA Projekten. Also die ESA unterstützt Open Source. Ich würde jetzt gerne die letzten 5 Minuten für eine Live-Demo verwenden und wollte fragen, soll ich das NGIO herzeigen, das EU-DEM oder die 3D-Analyse? Wer ist für NGIO? Okay. Wer ist für EU-DEM? Schon mehr. Und die 3D-Sachen? Ah, gut, dann ist es das EU-DEM. Data EXAD, ich habe es vorher schon einmal geladen, sicherheitshalber. No. Machen wir es groß. Also das ist hier eine RGB-Darstellung. Ich zoome vielleicht irgendwo die Alpen, weil in Berlin ist es relativ langweilig, das ein DEM anzuschauen. Also das ist jetzt ein ganz normaler WMS, natürlich ein WMTS gekachelt. Und was ich jetzt hier machen kann, ups. Also man sieht, wir haben keine Layer geladen, es ist wirklich nur das EU-DEM. Ich habe meine Tools. In den Tools, zum Beispiel sage ich, ich hätte gern, wo auch immer wir hier sind, gib mir das. Was ich jetzt machen kann ist, ich kann natürlich, okay, wir haben nur GeoDiff momentan konfiguriert, aber im Prinzip kann ich, es ist ein WCS, ein Web Coverage Service im Hintergrund, ich kann auswählen, welche Projektion, welches Format ich haben will und auch welche Projektion ich haben will. Nehmen wir zum Beispiel Latlon. Das Interessante ist, dass es ist nicht WGS84, sondern ETHS89, in dem die Daten von der EEA zur Verfügung gestellt werden. Ja, Download. Ich klicke einfach mal drauf, um zu zeigen, was man sieht, nämlich nichts. Logisch, ist ein DEM-Datensatz. Müssen wir mit einem QGIS öffnen. Das hätte ich vorher aufmachen können, habe ich aber nicht, deswegen muss ich mal kurz warten. Nun? Mein Rechner ist schon ein paar Jahre alt, deswegen. Okay. Ja, ich habe es befürchtet.
Der Punkt ist, es ist, der Beamer hat eine Auflösung von 800x600, das heißt, man muss jedes Fenster, das man groß machen will, kleiner als das machen, weil sonst geht es am anderen Bildschirm auf. Okay, es geht nicht. Cookies geht nicht auf 800x600? Interessant. Nee, hier Downloads muss es sein. Hallo. Ich mach's herüben, ja? Es tut mir leid. Ah. Nur kurz. Na? Es passiert immer, das ist logisch. Okay. Das Alt-Tiff. Tata. Man sieht etwas hier. Und ich kann auch im Value Tool wunderbar sehen, es ist Höhendaten. Schweiz ist doch relativ hoch, die Meter. Ja. Soweit dazu. Ich glaube, es ist noch ein bisschen mehr Zeit sogar für Fragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. In der Tat haben wir Zeit für Fragen. Ich muss aber zwischendurch noch mal kurz für das vorläufige Foskes-Fazit danken. Es gibt Open Source. Wahrscheinlich, was Robert und viele Leute nicht hier sind, wenn ich das verstehen würde. Aber zur Frage. Wird diese Online-Lösung, diesen Client, den es mal gab, mit Java, der da von der ESA war? Ach, der Aeoli. Ja, Aeoli, genau. Ja, genau, der soll weg. Den mag ich nicht. Genau deswegen gibt es dieses Projekt, denke ich, ist einer der Gründe. Nein, also das ist wirklich immer sehr mühsam, von dort Daten zu bekommen. Ja. Was ich noch vergessen habe, hier ist auch die URL, falls irgendwen die Präsentation interessiert, in der dritten Zeile, einfach zum Anklicken. Dieser EU-DEM-Datensatz, unter welcher Lizenz steht der? Ist der also? Man darf alles damit machen, solange man Attribution macht. Da steht nur drinnen, man muss diese Attribution machen. Es ist jetzt nicht eine ausgewiesene Lizenz, dass Sie sagen, wir sind OTBL oder Creative Commons. Es ist ein langes Dokument in den Metadaten, also, wo dann drinnen steht, man darf ihn verwenden für kommerzielle, nicht kommerzielle Sachen, solange man hinschreibt. Kann ich kurz schnell zurückgehen. Solange man das hier hinschreibt, in der dritten Zeile. CC0 in die Richtung grob, sage ich mal dann. Es steht drinnen, ja, es ist interessant, wenn man es nämlich genau liest und dann wirklich die Metadaten liest und das Datendokument, das damit mitveröffentlicht wird, ein PDF, dann sind es nämlich ja zwei verschiedene, oder sogar drei verschiedene, sehr ähnliche, aber drei verschiedene Wordings. Du hattest bei dem NGEO gesagt, dass man quasi am Anfang eine Mission auswählen muss. Habt ihr angedacht oder geplant, dass man auch quasi missionsübergreifend suchen kann, dass ich quasi eine bestimmte Region habe zum bestimmten Zeitraum und ich möchte missionsübergreifend suchen? Wenn es nach mir geht, auf jeden Fall. Nach der ESA nicht? Ich möchte die gesamte Katalogsuche weg haben. Ich will, so wie Google, ich will reinzoomen und ich will sofort die Daten sehen. Und dann natürlich, dann stelle ich meine Parameter ein, meine Zeitachse, was auch immer, mein Winkel von der Aufnahmewinkel oder solche Dinge. Einfach damit ich dann wirklich die Daten für meine Analyse kriege, die ich brauche. Ich bin jetzt nicht sicher, wir entwickeln auch nicht den Client, aber es kann sein, dass es auch angedacht, dass man mehrere Missionen auswählen kann. Also man muss aber auf jeden Fall am Anfang eine Mission auswählen. Ich meine, im Prinzip ist das System auch generisch genug, dass ich jetzt sagen kann, ich muss das nicht als, das Konzept dieser Layer muss ich nicht als für eine Mission verwenden, sondern ich kann auch einen Layer machen, wo ich verschiedenste Missionen reinlade. Das könnte man auch machen, das ist aber, obliegt dem Operator, wie er dann seine Daten registriert.
Und die ESA hat es nur geplant mit jeweils einer Mission. Die, soweit ich das verstanden habe, machen sie immer einen Layer sozusagen für eine Mission. Beziehungsweise sogar unterschiedlich jetzt, welcher Level es ist, wenn es ein L1C ist, eins und L2 ist und so weiter. Okay. Aber diese ganzen Abnahmetests und die genauen Konfigurationen, das ist gerade alles im Laufen. Okay.